Schon am nächsten Morgen fährt Polly zu ihrem Anwalt Klaus Pinkerneil, um mit ihm über ihre geplante Scheidung zu sprechen. Die 27-Jährige hofft, dass der Jurist mehr darüber weiß. Denn Pollys Gedächtnis will einfach nicht zurückkehren. Was haben Sie denn da Schönes für mich? Wussten Sie, dass ich mich scheiden lassen wollte? Die? Nee, das ist mir neu. Also mit mir haben Sie darüber jedenfalls nicht gesprochen. Scheidungstermin vereinbaren. Was ist das? Bitte mit mir die Geschäftsunterlagen prüfen, diskret. Ist das ein Zufall, dass die Zettel hier auf diesen beiden Unterlagen im selben Ordner bei Ihnen waren? Oder gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Ich habe keine Ahnung. Aber was ganz komisch ist, gestern hat mich ein Mann verfolgt. Der meinte, ich habe eine Affäre mit ihm. Was? Und ich wollte Philipp verlassen. Er ist ja so ein Arschloch, habe ich wohl erzählt. Und ich soll bitte im Computer nachgucken, im Geheimordner, mit so einem Passwort und keine Ahnung, dass da wohl Beweise sind. Und tatsächlich, ich habe Fotos gefunden. Er sagt wohl die Wahrheit. Das ändert jetzt natürlich einiges. Weil damit kommen also jetzt auch noch Ihr Mann und diese ominöse Affäre als potenzieller Täter in Frage. Ich meine, haben Sie beide jetzt ein Motiv? Eifersucht. Haben Sie mit Ihrem Mann schon mal über diese Affäre gesprochen? Nee, noch nicht. Dann wäre er auf jeden Fall nicht mehr so nett zu mir. Und ich glaube auch nicht, dass Philipp was damit zu tun hat. Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, immerhin weiß er, dass Sie unter Amnesie leiden. Es kann natürlich sein, dass er Ihnen einfach nur irgendwas vorspielt. Aber genauso gut kann dieser Niklas Bachmann mir auch was vorspielen. Mir kann gerade jeder was vorspielen. Egal, wo ich hinkomme, jeder kann mich belügen. Die wissen alle, dass ich nichts weiß und erzählen mir Scheiße. Frau Müller, jetzt setzen Sie sich doch erst mal wieder hin. Bitte nehmen Sie noch mal Platz. Ich würde vorschlagen, dass Sie die nächste Zeit erstmal zu Ihrer Mutter ziehen. Natürlich unter irgendeinem Vorwand, dass weder diese Affäre noch Ihr Mann hier irgendwas davon mitbekommt. Es ist egal, wo ich bin. Ich bin nirgendwo in Sicherheit. Ich mache mir täglich anscheinend mehr Feinde. Jeder kommt da neu dazu. Jeden Tag erfahre ich mehr schlimme Sachen über mich. Egal, wo ich bin nirgendwo in Sicherheit. Okay, aber dann tun Sie mir wenigstens den Gefallen und reden bitte weiterhin mit niemandem über die ganze Geschichte. Versprochen? Und ich werde in der Zwischenzeit den Wagen von dieser Affäre, wie heißt er, Niklas Bachmann überprüfen. Und morgen fahren wir zusammen in Ihr Büro und gehen mal sämtliche Unterlagen durch. Vielleicht sollten wir die wirklich diskret prüfen. Vielleicht finden wir hier irgendeinen Hinweis. Mich lässt diese Affäre nicht mehr los. Wollte ich wirklich meinen Mann verlassen? War ich so unglücklich? War ich ehrlich in diesen Niklas verliebt? Diese ganzen Fragen, die machen mich wahnsinnig. Pollys Leben steht seit dem Unfall Kopf. Auch am Abend kreisen die Gedanken der verheirateten Frau um die Frage, ob Philipp womöglich von ihrer Affäre wusste. Deshalb sucht sie das Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann. Oh, Entschuldigung. Ist schon okay. Mir macht das nichts aus. Ich habe keine Amnesie und kann mich an die letzten Jahre noch ganz gut erinnern. Ja, ich wollte dich aber eigentlich nur was fragen. Kannst du mir irgendwas über unsere Beziehung erzählen? Wie soll ich dir das in ein paar Sätzen erklären? Es gibt so viel, was wir in unserer Beziehung geliebt haben. Wir konnten immer sehr schön miteinander lachen und haben es geliebt, am Sonntag bis in die Puppen im Bett zu liegen. Aber ich habe über die neue Polly so viel Schlechtes gehört und die ist ja anscheinend so anstrengend gewesen. War ich nicht auch so zu dir? Du hast hier und da schon echt Mist gebaut, aber zu mir bist du nie so gewesen. Im Gegenteil. Aber wir hatten doch bestimmt mal Krisen oder so, oder haben uns gestritten? Natürlich haben wir uns gestritten, wie in jeder Beziehung halt. Aber wir hatten da auch eine Krise, weil du das Gefühl hattest, ausbrechen zu müssen. Du hast das Abenteuer gesucht und wolltest mehr aus deinem Leben machen. Und wie haben wir das wieder hingekriegt? Wir haben viel geredet und ich habe hart um dich gekämpft. Weißt du, nach dieser Krise waren wir irgendwie noch enger miteinander verbunden und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das überhaupt geht. Das klingt wirklich schön. Es ist okay, wenn ich heute Nacht hier bei dir schlafe. Oh, tut mir leid, das ist mir noch ein bisschen zu früh. Das kann ich schon nicht. Schon in Ordnung. Ich schlaf dann erstmal weiter im Gästezimmer. Danke. Gute Nacht, Polly. Nacht. Mann, warum kann ich mich nicht einfach nur freuen, dass ich so einen tollen Mann habe? Ich kann das nicht verstehen, dass ich ihn betrogen haben soll.
Feeling my way through the darkness. Am nächsten Tag ist Polly mit Klaus Pinkerneil in ihrem Büro verabredet. Die 27-Jährige arbeitet als Geschäftsführerin in dem Textilunternehmen ihres Mannes. Der Anwalt hofft hier, mehr über die mysteriösen Notizen zu erfahren und den Täter so zur Strecke zu bringen. Doch Klaus Pinkerneil platzt in einen Streit zwischen Polly und ihrer ehemals besten Freundin Charlotte Nebel. Bitte bleib! Diese Laberei kannst du dir jetzt echt sparen. Nur weil heute mein letzter Tag ist, musst du jetzt nicht einer Friede, Freude, Eierkuchen hier machen. Und ehrlich gesagt bin ich sowas von froh, dein Gesicht nicht mehr jeden Tag sehen zu müssen. Aber hörst du, das ist alles viel komplizierter. Nee. Frau Müller, kommen Sie mal. Ich muss Ihnen noch was sagen. Okay. Frau Müller, es geht um den Wagen Ihrer Affäre Niklas. Ich habe da gerade noch einen Anruf erhalten. Tja, und? Der Wagen passt auch nicht. Ja, dann ist es vielleicht ein anderer Täter. Irgendjemand, von dem wir noch gar nichts wissen. Ja, oder der Täter hat sich für die Tat einen anderen Wagen besorgt. Also ich hoffe jetzt, dass wir in Ihren Unterlagen jetzt endlich irgendwas finden, was uns hier weiterbringt. Ja, okay. Na dann, bitte, fangen Sie an. Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil durchsucht jeden Winkel des Büros und stößt schließlich auf einen interessanten Hinweis. Olli, gucken Sie mal hier. Firmenübernahme beim Notar. Das war vor 4 Monaten. Das hat mir Philipp gar nicht erzählt. Früher haben Sie mich bei jeder juristischen Kleinigkeit genervt und dann sowas Größeres. Wieso weiß ich davon nichts? Ich denke, ich werde mal bei diesem Notar anrufen. Vielleicht kann der uns ja mehr sagen. Ich hoffe. Ja, schönen guten Tag, Pinkerneil, Rechtsanwalt. Ich vertrete Frau Müller. Polly Müller, genau. Frau Müller? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich brauche dringend Ihre Entscheidung bezüglich unserer Diversifikation in die MeToo-Textilien. Bitte was? Sie wollten doch den Return on Investment und die Umsatzrendite für die zur Auswahl stehenden RWS und Produktionsstandorte vergleichen. Ja, klar. Kümmere ich mich drum. Ich werde mich dann noch kurz reinarbeiten müssen. Okay, natürlich. Leider ist halt nicht mehr so viel Zeit dafür. Daher benötigen wir sehr bald Ihre Entscheidung. Alles klar. Ja, ich gut. Bedanke mich. Haben Sie mir schon weitergeholfen. Dankeschön. Danke. Wiederhören. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wovon er gerade geredet hat. Was sagt der Notar? Halten Sie sich fest. Der Notar hat mir erzählt, dass Ihr Mann Ihnen die Firma überschrieben hat. Das heißt, Sie sind hier nicht nur Geschäftsführerin, Sie sind Inhaberin von dem ganzen Laden. Wie bitte? Was bin ich? Ja, ich war auch völlig überrascht, weil bei so einer schwerwiegenden Entscheidung, da wäre ich doch dabei gewesen. Das hätten Sie von mir verlangt, zu Recht. Da müssen wir mit Philipp drüber reden. Nein, auf gar keinen Fall, noch nicht. Ich will da erst nähere Infos. Ich werde mal in Ihre Buchhaltung schauen, ob ich da irgendwas rausfinde. Ach, bitte. Warten Sie erst mal, bevor Sie Philipp informieren. Ich bin Inhaberin dieser Firma? Was kommt denn als nächstes? Dass ich 2 Kinder habe? Wieso überschreibt er mir seine Firma? Das ist doch keine Kleinigkeit. Die ist sein Ein und Alles. Also, irgendwas stimmt da nicht. Nur kurze Zeit später taucht Pollys Mann Philipp in seiner ehemaligen Firma auf. Entschuldige, dass ich hier so reinplatze. Ich müsste gerade was mit dir besprechen. Und zwar habe ich dir bisher nicht davon erzählt, weil du wegen deiner Amnesie so durch den Wind warst. Ich habe dir die Firma überschrieben. Du hast was? Warum erzählst du mir das denn jetzt erst? Polly, ich meine, nach deinem Unfall gab es ja wohl wichtigere Themen. Ja, schon, aber ich meine, das ist keine kleine Sache. Warum hast du das getan? Das war deine Idee. Wie meine Idee? Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich in den letzten Monaten privat an der Börse verspekuliert und dadurch eine Menge Schulden angehäuft. Das hätte natürlich auch im Endeffekt die Firma gefährdet und unser sorgloses Leben. Ja. Du hast dann vorgeschlagen, die Firma auf dich überschreiben zu lassen, damit die Gläubiger keinen Zugriff auf die Firma haben. Aber warum weiß mein Anwalt nichts davon? Ich meine, der hätte doch dabei sein müssen bei der Überschreibung. Oder ich hätte ihm mindestens was davon erzählt. Hey. Woher soll ich denn wissen, warum du es deinem Anwalt nicht erzählst? Ich weiß nur, dass wir mit meinem Anwalt dorthin sind und der hat alles für uns geregelt. Apropos Anwalt, bist du nicht gerade mit deinem Anwalt hierher gekommen? Ich kann ihm direkt alles erzählen, wenn du möchtest. Nee, der ist schon los. Der hat noch einen anderen Termin. Polly, es tut mir leid. Vielleicht hätte ich dir früher davon erzählen müssen.
aber nach deinem Unfall wollte ich dich nicht mit diesen ganzen Details überfrachten. Wenn du möchtest, erzähle ich dir einfach jetzt alles, was in den letzten Monaten beruflich passiert ist. Ja, das ist lieb von dir, aber jetzt geht gerade nicht. Ich muss das eine Projekt auf jeden Fall noch zu Ende machen. Die wollen eine schnelle Entscheidung von mir haben. Soll ich dir helfen? Nee, das krieg ich schon hin, danke. Das schaffe ich schon. Gut. Ich wollte ihm jetzt nicht sagen, wo mein Anwalt ist. Ich meine, vielleicht spinne ich ja, aber ich traue ihm irgendwie noch nicht so ganz. Ich meine, die Firma überschreiben, einfach so? Während Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil mit Buchhalter Stefan Lambert die Bilanzen der Firma durchgeht, beschließt Polly, mit ihrer ehemals besten Freundin Charlotte über die merkwürdigen Ereignisse der letzten Tage zu sprechen. Konnte sie doch ihrer Freundin immer vertrauen. Charlotte, bitte warte, hör mir zu. Ich habe keine Ahnung, warum ich dich entlassen habe. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, genau. Bitte, ich weiß nicht, warum ich so fies zu dir war. Ich weiß nicht, warum ich dich entlassen habe. Seit dem Unfall leide ich an Amnesie. Die letzten 3 Jahre sind weg. Ja, komm, reicht mir jetzt. Ich habe genug davon gehört. Nein, wirklich. Ich weiß nicht, warum ich so zum Bies geworden bin. Diese neue Polly, die kann ich nicht ausstehen. Ich kann dir genau sagen, seit wann du zum Bies geworden bist. Seitdem du dich an Philipp verguckt hast. Philipp hat mich nie interessiert früher. Ich weiß nicht mal, wie das passiert ist. Ja, mich hat's auch total gewundert. Weißt du, früher haben wir uns auch alles erzählt. Und seitdem Philipp da ist, weißt du, schweigst du wie ein Grab. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Früher hat er dich doch immer ignoriert. Auf einmal seid ihr ein Herz und eine Seele. Und ich bin abgeschrieben jetzt, oder was? Nein, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Bitte glaub mir. Ich will, dass du deinen Job behältst. Ich möchte nicht, dass du gehst. Du bist der wichtigste Mensch meines Lebens gewesen. Du kennst mich doch. Bitte überleg dir. Warte mal kurz. Ja? Ja, hallo, Herr Pinkerneil. Was? Okay. Ja, ist gut. Ja, okay, dann bis morgen. Ja, danke schön. Ja, Ihnen auch danke. Tschüss. Was ist los? Das kann ich dir jetzt noch nicht erklären. Aber bitte, bitte, bitte überleg's dir. Ja. Wirklich mein Ernst. Okay, ich überleg's mir. Okay. Herr Pinkerneil meinte gerade, dass er was in den Abrechnungen gefunden hat. Und dass ich getäuscht werde. Genaueres wollte er mir noch nicht erzählen. Aber er holt mich morgen früh ab und dann erklärt er mir alles. Am nächsten Morgen fährt Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil mit seiner Mandantin quer durch Berlin und erzählt ihr von dem Ergebnis seiner Buchprüfung. Also was schon seltsam ist, ist, dass Ihre Firma vorher nie rote Zahlen geschrieben hat. Erst nachdem Sie Geschäftsführerin geworden sind, ging es los. Aber wissen Sie, was noch komischer ist? Seit exakt diesem Zeitpunkt zahlt Ihre Firma extrem hohe Rechnungen an einen Großhändler. Und wissen Sie, wer dieser Großhändler ist? Hab da zwar gestern mal versucht anzurufen, aber da ist kein Mensch rangegangen. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal vor Ort an. Wir müssen eigentlich auch gleich da sein. Doch statt einem Firmengelände finden die beiden nur einen Rohbau vor. Aber das ist eine Baustelle. Tja, warum nur überrascht mich das jetzt nicht wirklich? Wieso, was meinen Sie damit? Ja, überlegen Sie doch mal. Sie zahlen seit 4 Monaten extrem hohe Rechnungen an einen Großhändler, den es nicht gibt. Was haben Sie dafür bekommen? Noch nicht mal ein Stofffetzen. Und deswegen schreibt die Firma rote Zahlen. Richtig. Ihre Firma wird hier systematisch in die Insolvenz getrieben. Und nachdem Sie Geschäftsführerin sind, halten Sie jetzt auch noch den Kopf dafür hin. Was? Ich kann doch überhaupt gar nichts dafür. Ja, ich weiß schon. Nur trotzdem haften Sie als Geschäftsführerin. Ja, aber dann müssen wir damit zur Polizei gehen. Nein, noch nicht. Wir brauchen erstmal Beweise gegen Ihren Mann. Ich bin fast überzeugt, dass er das von langer Hand geplant hat. Aber solange wir keine Beweise gegen ihn haben, ist mir das zu gefährlich. Ja, und was machen wir dann? Ich bringe Sie jetzt erstmal zu Ihrer Mutter. Und da bleiben Sie mal eine Zeit lang. Kommen Sie. Ich fahre Sie gleich hin. Sie sollten aber Ihrem Mann irgendeinen Vorwand erzählen. Nicht, dass der Lunte riecht. Weil wenn der mitkriegt, dass wir hier den Verdacht haben, dann habe ich Angst, dass er Beweise vernichtet. Run, boy, run. Pollys Ehemann Philipp steht unter dringendem Tatverdacht. Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil stellt auf der Suche nach Beweisen noch am gleichen Tag die ganze Firma seiner Mandantin auf den Kopf und überprüft auch die Firmenwahl.
tatsächlich den Unfallwagen gefunden. Kalle Rade, der Obdachlose, hatte recht. Er hatte zwar einen Zahlendreher drin gehabt, aber es ist ganz eindeutig, wir haben das Unfallfahrzeug. Allerdings lag ich mit meiner Vermutung, dass Herr Müller hinter dem Unfall steckt, offenbar doch falsch. Die letzte Person, die das Fahrzeug benutzt hat vor dem Unfall, war Charlotte, Pollys beste Freundin. Ich werde da jetzt gleich mal hinfahren, um rauszufinden, ob die tatsächlich hinter dem Unfall steckt. In Berlin ist Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil dabei, einen Mordversuch aufzudecken. Seine Mandantin Polly Müller wäre beinahe überfahren worden. Die 27-Jährige kann sich seit dem Unfall nicht mehr an die letzten 3 Jahre ihres Lebens erinnern. Dringend tatverdächtig ist Pollys Ehemann Philipp. Doch das Tatfahrzeug hat zuletzt Pollys ehemals beste Freundin Charlotte Nebel gefahren. Klaus Pinkerneil fängt die junge Frau in einem Park ab und konfrontiert sie mit seinen Ergebnissen. Na, hat sie es sich doch wieder anders überlegt und möchte jetzt wieder, mich wieder loswerden? Nee, keine Sorge. Es geht nur um eine kleine Ungereimtheit mit einem von den Firmenwegen, den sie zuletzt benutzt haben. Ich habe mit den Firmenwegen gar nichts zu tun. Wie? So ein champagnerfarbener Kombi, ihr Name stand im Fahrtenbuch. Nee, ich bin gar nicht mit diesem Wagen gefahren. Das ist doch Herr Müllers Wagen. Echt? Der fährt immer damit rum. Ich habe den sogar erst letztens noch damit gesehen, ja. In Polly schrillen alle Alarmglocken. Hat ihr eigener Mann versucht, sie umzubringen? Voller Panik will die 27-Jährige die Wohnung verlassen. Doch Philipp scheint das verhindern zu wollen. Hey! Ich dachte, du wärst noch im Büro. Willst du hin? Und warum hast du deine Tasche gepackt? Wenn das stimmt, dann hat Herr Müller versucht, das Ganze zu vertuschen und sie als Sündenbock benutzt. Sündenbock? Vertuschen? Wovon reden Sie denn da überhaupt? Nee, schon gut. Dankeschön, Sie haben mir sehr geholfen. Jetzt gehen Sie schon ran, Mensch. Geh doch ran. Mist. Ich werde es mal bei Ihrer Mutter versuchen. Ja, hallo Frau Thal, Pinkerneil hier, grüß Sie. Könnte ich bitte Ihre Tochter sprechen? Wie? Wo ist sie denn? Bitte geben Sie mir auf jeden Fall Bescheid, sobald sie zurückkommt, ja? Alles klar, danke schön. Tschüss. Polly ist nicht bei ihrer Mutter. Sie wollte in die Wohnung fahren, um noch ein paar Sachen zu holen. Ich muss da jetzt sofort hin und vor allem muss ich die Polizei informieren. Sie könnte in allergrößter Gefahr sein. Polly, hier stimmt doch was nicht. Ich merke, wenn du lügst. Mein Telefon ist bestimmt meiner Mutter. Gib mir mein Telefon zurück. Was soll das? Sag mir, was los ist. Das hab ich doch gerade. Das glaub ich dir. Den Glauber verbiss ich an. Was soll das? Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt noch gehen lassen kann. Was? Also hatte mein Anwalt recht, dass du mich nur angelogen hast. Wie kann man nur so naiv sein? Aber wegen dieser herrlichen Gutmütigkeit warst du das perfekte Opfer. Und ich hab gedacht, ich komme damit durch und könnte mich schön mit den Millionen absetzen. Da hab ich dich wohl unterschätzt. Du hast mich nur belohnt die ganze Zeit? Du wolltest mich tatsächlich umbringen? Aber es hat ja leider nicht geklappt. Aber diesmal wird's klappen. Nur wenige Minuten später ist Anwalt Klaus Pinkerneil mit der Polizei vor Ort. Erdgeschoss? Lass uns hinten rumgehen. Ja, dann lass uns hinten. Alles gut, das überwältigt. Ich kann ihn jetzt nichts mehr machen. Ich hatte Angst, aber ich will tatsächlich umbringen. Alles okay. Written in these walls are the stories that I can. 3 Monate später kehrt langsam wieder Ruhe in Polly Müllers Leben ein. Die junge Frau leidet zwar immer noch an der retrograden Amnesie, aber sie versucht trotzdem ein normales Leben zu führen. Ihre Familie und ihre beste Freundin Charlotte unterstützen sie dabei. Oh, ich danke euch. Polly, ich kann zwar verstehen, dass du einen Schlussstrich jetzt ziehen willst nach der ganzen Sache, aber ich meine, guck dir doch mal diese Wohnung an. Willst du die wirklich jetzt hier einfach loswerden? Ich möchte mit deinem neuen Polly gar nichts mehr zu tun haben. Guck sie dir an, das bin nicht ich. Wie gesagt, mein Angebot steht immer noch. Du kannst dir ein Zimmer wohnen kaufen und ich gehe erstmal zu Mama. Spinnst du, als ich dich nochmal rauswerfen würde.
Nein, ich ziehe bei Mama ein, das sind nur 2 Monate, dann ist meine Wohnung fertig und die Zeit genieße ich dann mit Mutti noch. Ich wollte mich auch noch bei dir entschuldigen. Es war echt blöd, dass ich dir nicht geglaubt habe, dass du wieder die Alte bist. Ach Quatsch. Doch, es tut mir leid. Nein, ich hätte genauso reagiert an deiner Stelle. Wahrscheinlich noch schlimmer. Weißt du, Mädels, ich bin einfach nur glücklich, dass wir endlich wieder eine Familie sind und glücklich sind. Okay? Lass uns drauf anstoßen. Endlich habe ich meine Polly wieder, ne? Ja, und ich dich. Prost euch. Mach dir schon wieder Pause. Du mit den Gruppenkuscheln machen wir später weiter. Sonst schaffen wir das mit dem Umzug nicht. Bist du einfach neidisch? Endlich habe ich mein altes Leben zurück. Ich habe mich mit meiner Familie und mit meinen Freunden versöhnt. Und mit Niklas ist das auch ganz schön. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Polly kann endlich aufatmen. Denn Philipp Müller wurde unter anderem wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Ein weiteres Strafverfahren wegen mehrfachen Betruges steht noch aus.